Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orcs Must Die. Ich habe in der Zwischenzeit mal den Engpass offline ein bisschen gespielt. Ich habe mich in einer Stunde ungefähr daran versucht, mal die 5 Schädel zu schaffen. Es sollte aber nicht sein. Ich habe dafür extra die klebrigen Teerfallen verbessert. Und es ging ganz gut, also die Kombination aus Teerfallen und massig Bogenschützen ist eine gute Kombi für euch vielleicht als kleiner Tipp. Aber wir wollen jetzt in die neue Mission einsteigen, die Arena. Ich bin ja mal sehr gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Starten wir mal. Wir erhalten den Zerstampfer, sehr cool. Den werden wir uns dann auch auf jeden Fall vornehmen. So, da kommen die Orks auch raus. Jetzt hat mich der Orden zur Verteidigung der Festungen im Westen geschickt. Gefährliche Region. Ja, nett. Da kommen die nächsten raus. Und dann haben wir hier ein Tor und da eins. Gute Frage. Wir haben sehr, sehr viel offene Wege. Also ich denke mal, da werden wir nicht so viel mit dem Fall machen können. Wir müssen hier die Orks versuchen, hier reinzulocken und hier oben diese Zerstampfer zu platzieren. Gut. Okay, also sie fangen hier an. Ich denke mal, sie werden dann hier rüber gehen. Mal gucken, vielleicht können wir ja. Können wir das hier ja komplett dicht machen? Ja, ich glaube, so viel werde ich nicht an Barrikaden, an Geld haben, um die Barrikaden zu bauen. Oder. Ich könnte natürlich auch massig Bogenschützen bauen. Was irgendwie gefühlt zur Standardlösung wird für viele Missionen, was nicht so der Hammer ist, aber mal gucken, ob das funktioniert. Dann holen wir uns, also wir haben den Zerstampfer, wo wir auf jeden Fall haben, die Barrikade, Bogenschützen, Säurefässchen, nehmen wir uns mal den Mana-Brunnen. Was haben wir denn noch? Schubsen können wir sie nicht, Sprungfedern sind nicht, glaube ich, ist auch nicht so das Wahre, vielleicht doch eine Stachelfalle. Beziehungsweise nehmen wir mal die Teerfalle, ja. Vielleicht noch eine Pfeilwand. Mal gucken. Wäre eine Option, obwohl ich glaube, dann ist schon fast eher. Ja, eher die Wandklingen besser. Die nehmen die, glaube ich, besser auseinander. Machen wir es mal so. Okay, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wenn wir jetzt ganz viele Barrikaden hier sitzen, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann haben wir ja schon fast unser ganzes Geld ausgegeben für die Barrikaden. Also die Seite wäre auf jeden Fall dicht. Da könnte keiner mehr durch. Umgekehrt ist es ja aber auch so. Die gehen hier lang und die da auch. Am besten wäre es natürlich, wenn wir wirklich diese Seite dicht machen hier. Natürlich sind hier dann drei Möglichkeiten. Weil die müssen nämlich auch hier lang. Und die auch. Und wenn wir die hier dicht machen, gehen sie alle hier lang und gehen wieder zurück. Das wäre eine interessante Möglichkeit. Versuchen wir es mal so. Also, wir machen es hier. Gestellt und erledigt. Kriegen wir das nicht besser hin? Moment. Immer noch nicht so. Ja, sehr schön. Ja. So, eins, zwei. Wenn wir das da machen, müssen wir hier eins, zwei, drei machen. Dann haben die aber einen längeren Weg, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Das machen wir sogar mal. Ja, das gönnen wir uns mal, weil dann müssen sie ja wirklich komplett wieder zurücklaufen. Also im Regelfall laufen die Orks ja ihren Weg lang. Gucken, ob sie da lang können. Ne, können sie nicht. Also gehen sie wieder zurück. So haben sie einen schönen langen Weg. Und jetzt müssen wir natürlich so schauen, dass sie am besten so lotsen, dass sie, ich sag mal, die von hier kommen, da dann durch die Zerstampfer laufen und ein bisschen doppelt. Und vielleicht hier auch nochmal dicht machen und hier auch nochmal durch die Stampfer laufen. Und die jetzt von hier kommen, müssen wir jetzt hier abschotten. Damit sie auf jeden Fall hier reingehen und dann. Ja. Da
Da reicht es nicht mehr. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Strategie. Mal gucken, ob es aufgeht, das Ganze. Oh, oh, oh. Nein, die haben doppelten Schutz. Das ist ja mies. So. Aber ich denke mal, das könnte gut funktionieren. Wir müssen uns auf jeden Fall nur die richtige Idee einfallen lassen. Ja, da kommen sie hinten nicht mehr durch. Das heißt, sie laufen wieder zurück. Sie haben einen schönen langen Weg. Super, das hat funktioniert. Das heißt, hier machen wir noch einmal kurz dicht. Und setzen hier den ersten Stampfer. Oh ja. Erste Mal. Ich will sie natürlich auch nicht so weit weglocken, weil dann nehmen sie nämlich die Abkürzung, die es jetzt hier natürlich leider passiert ist. Aber so können wir das, glaube ich, am besten regeln, das Ganze hier. Jo, sehr schön. Einmal hat es zerstampft. Ja, das funktioniert auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. So, da noch einen hin und da. Oh, die schnellen, die habe ich natürlich nicht. Sehr schön. Ah, sehr gut. So macht man das. Sehr, sehr schön. Das wird Ihnen gefallen. Haha, ja, bis jetzt geht die Taktik ja auf jeden Fall sehr gut auf. Sehr schön. Und go. Bombe legen und zurück. Ja, sah erstmal ganz übel aus, die Mission. Da habe ich gedacht, oh Gott, so viel frei. Aber mit ein bisschen taktischen Denken schaffen wir das Ganze auch. Und dann werden wir hier nochmal ein paar von verteilen. Müssen wir im Endeffekt eigentlich nur diese Seite dicht machen, nicht dahin, wie ich mir gedacht hatte. Sehr schön. Mal gucken, ob wir das hier schaffen. Ich war gerade mal so ein bisschen in Gedanken und sehr konzentriert. Umso schwerer das Level wird, natürlich ist man auch umso konzentrierter. Wow. Da kam sie ja schon ein bisschen weiter. Meine Füße, meine Beine. Oh, hier müssen wir natürlich noch dicht machen. Und vielleicht hier nochmal ein bisschen verlangsamen. Das wäre auch noch eine coole Option. Ah, verdammt. Double Kill hier. Ah, da können wir uns ja auf jeden Fall schon mal abzwacken von den ganzen, was auch nicht schlecht ist. Oh, nein, nein, die ganzen Bogenschützen können wir natürlich mächtig Schaden einholen. Und jetzt hier noch sterben. Oh, wow, wow, wow. Wäre etwas, was ich echt gerne vermeiden würde. Wow, die kommen aber gut weit durch hier, aber ich scheine es auf jeden Fall noch zu schaffen. Wow, man könnte mal gucken. Ja, bin verloren. Ja, durchbohrende und zerschneidende Fallen. Das ist ja dieser Fall nicht. Alle physikalischen Fallen haben mehr Wurms und wirken auch auf Ogre. Mehr Wurms. Oh. Rücksetzzeit aller Fallen. Das wäre cool. Wir kriegen mehr. Das wäre auch interessant. Ansonsten hier. Betäubungsfläche dauert am.
Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir jetzt darauf gehen, das wäre eine interessante Option. Flammenarmbrust und das heilige Schwert. Aber dann müsste ich ja auch das Schwert vielleicht nehmen müssen. Und hier kriegen wir mehr Gold. Die Fallen setzen sich schneller zurück. Kostet aber auch viel. 2000. Nee. Ich verzichte jetzt mal drauf. Ich mache das mal jetzt so. Ich setze hier nochmal die 8 da und den nochmal hin. Ach nein, tue ich nicht. Und hier auf jeden Fall auch nochmal. Nochmal so als letzter Schutz. Jo. Und vielleicht nochmal hier ein paar verlangen wir mal eventuell. Mal schauen. Die zünden die schön selber. Ja, das ist auch cool, die Kombination hier. Schon Spaß mit der Animation hier. Sehr cool. Aber die Taktik geht auf jeden Fall auf, denke ich. So sollten wir das Ganze auch schaffen hier sehr gut. Weil ansonsten wäre es echt schwer geworden, hier so viele Seiten zu verteidigen. Oh ja. Moment mal, wo sind sie denn, meine Fallen? 5. Schon wieder vergessen. So schnell geht das. So schnell passiert das. Mein Mana geht aus. Vielleicht hätte ich mir nochmal einen Mana-Brunnen, könnte ich mir hier natürlich nochmal einsetzen. Wäre noch eine Option, aber ich glaube, ich setze das lieber hier nochmal in Fallen. Notfalls verlangsamen wir das Ganze hier nochmal. Könnten wir hier auch noch einsetzen von denen? Ich bin schon überlegen, ob ich da nicht dann. Ja, doch, wir machen hier nochmal ein Ach, also den nochmal ran. Und den nochmal. Ah, komm. Oh, oh, Ogre, Ogre, Ogre. Oh, oh. Na komm schon. Verhält ich's hier noch? Gib's mir aus. Gib mir noch einen Schuss, den ich brauche. Sehr schön. Na? Kleines Geschenk für dich. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Machen wir nochmal da. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, setzen hier nochmal welche unter. Um denen so ein bisschen Grundschaden zu geben, aber wollen wir unsere Grundtaktik nicht verändern? Wir bleiben dabei, wir verstecken uns hier. Haha, das geht natürlich sehr gut. Komm schon, Headshot. Yes, sehr schön. Oh, super, super. Ich habe das Gefühl, diese Mission werden wir auf jeden Fall gut abschließen können. Gib mir noch ein bisschen. Yes. Wow, 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 wow. Da zum Schluss hier nochmal. Gefühlt. Nochmal Schaden reingekriegt. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Boah. Ich glaube nicht. Haben wir es geschafft.
Wo sind die anderen Orks? Die legen wir nochmal schnell selbst und schließen damit diese Mission ab. Ja! Yeah. Sehr gut. Alle 5 Schädel geholt. Was ich vielleicht nochmal machen werde, ist halt, dass ich das Geld investieren werde in Barrikaden, dass die günstiger sind, wenn wir die jetzt doch mal gebrauchen können. Aber erstmal schauen wir in die neue Mission rein. Wie heißt sie? Die Galerie. Ja, verbessern können wir im Moment, glaube ich, nichts. Nehmen wir einfach jetzt mal die Galerie. Das Eisamulett. Sehr schön. Dann funktioniert dieser eine Skill, den wir auch noch verstärken können. Also wir werden wohl jetzt die Gegner einfrieren können. Jo. Diese Stimme habe ich mir nicht eingebildet. Ein Weg. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall verlangsamen. Hier teilen sie sich auf. Wie kann irgendjemand, einer geht da lang, einer in die Mitte, einer da. Gut, dann holen wir uns das Eisamulett. Gegner an Ort und Stelle einfrieren. Wäre natürlich gut, wenn das ein Massenstun wäre, was ich nicht glaube, aber... Okay, wir können das kombinieren mit dem Flammenarmschienen hier vorne. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Mana-Quellen. Da müsste ich auch versuchen, ein bisschen Skillpunkte in den Kampf zu setzen. Ach du Schäge. Höllenfledermaus, fliegende. Und Feuerkreischer. Fliegender Gegner, der Bodenfallen nicht auslöst, ja. Nee, das geht in eine andere Richtung, glaube ich. Ich nehme Bogenschuss. ganz viele. Die werde ich dann auch stärken. Und was brauchen wir denn noch? Aber die Klingen. Aber ich werde auf jeden Fall massiv Bogenschuss bauen. Ich den auch noch wegnehmen? Weil ich wollte gucken. Kann ich jetzt noch das Buch öffnen? Ja. Nochmal ganz in Ruhe überlegen. Also, hier ist der Paladin. Der verteidigt auf letzter Instanz. Ich könnte natürlich jetzt hier ganz viele, mal hier so ganz viele Bogenschützen hinstellen. Was bestimmt gut klappt. Hier haben wir eine Dreierbreite. Wir könnten natürlich hier sagen, wir machen das alles ein bisschen schmaler, aber da kriegen wir die Fliegenden ja nicht weg. Also zumindest, wenn wir hier Barrikaden setzen und sagen, wir machen so eine kleine Art Routenlauf, das wäre auch nicht schlecht. Also Barrikade frei, Barrikade, dass sie so ein bisschen hin und her laufen müssen. Ja, ich denke daran gerade so an hier Tower Defense von WC3. Da muss man auch versuchen, sie immer in so einen Weg lang zu führen, damit sie ganz, ganz viel Schaden kriegen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Taktik, die wir machen könnten. Wobei, ich glaube, sobald sie Schaden gehen, kämpfen sie sich durch die Barrikaden durch. Da war, glaube ich, irgendwie was in der Richtung. Das wäre sonst aber hier auch witzig, wenn wir jetzt die Barrikaden hier einfach so in so einer Reihe lang ziehen und ganz viel Schaden von hinten mit den Bogenschützen aufdrücken. Die Fliegenden fliegen ja natürlich durch. Probieren das einfach mal aus, würde ich sagen. Verlangsamen. Ja, das machen wir doch einfach mal. Das Amulett auf jeden Fall nehmen wir mal mit. Das möchte ich gerne ausprobieren, wenn es funktioniert. Nehmen wir die Flammenarmschienen? Nee. Aber wir nehmen uns mal die Mana-Quelle. Vielleicht brauchen wir sie ja. Ups, wollen wir auf jeden Fall. Barrikade. Und vielleicht noch den Stab. Gut, versuchen wir das Ganze mal. Also, erstmal würde ich sagen, hier ein paar Bogenschützen. Ich diene dem Orden. Nennt mir ein Ziel. Ich diene dem Bereit, eurem Geheiß zu folgen. So. Eurem Geheiß zu folgen. Dann hoffen wir mal, dass wir den Rest dann... oh cool, Mensch, wir haben hier richtige Eiskristalle. Dass wir den Rest vielleicht so erstmal schaffen, am Anfang zumindest. Müssen wir auf jeden Fall verlangsamen. Sie brechen durch! Aber mal gucken. Oh, coole Attacke. Wir töten sie auf jeden Fall damit. Es braucht ordentlich Mana dafür. Wow! Krass! Ist das heftig. Das ist ja mal lustig gewesen. Und da sind auch noch Bogenschütze.
Wow. Vielleicht sollte ich die da oben noch verteilen. Ja, mal gucken. Vielleicht reicht das ja schon. Boah, heftig. Kommt er da noch ran? Kommen sie da? Jo. Okay. Wow, ja, einmal schnell heilen. Krass, was sie für einen Schaden drücken. Wie heftig ist das denn? Ob ich das überleben werde? Gute Frage. Also hier nochmal ein paar. Ja. Boah, das war ja mal richtig heftig. Aber sie werden auf jeden Fall gut eingefroren. Wow, da sieht man ja gar nichts mehr. Jo, gefällt mir. Nett, nett. Das geht so. Aber das mit den Barrikaden kann ich trotzdem mal ausprobieren. Wäre auf jeden Fall mal... Ja, sehr cool. Jetzt hat man es hier gerade richtig gesehen, was das für einen Vorteil bringt. Aber... Jo, das machen wir mal direkt. Apropos Bogenschütze außer Gefecht hier. Muss uns dahin arbeiten. 1500. Das heißt, wir holen schon mal den, dann kriegen wir ein bisschen mehr. Na, also erstmal annehmen. Machen wir das. Und dann. So, richtig rum. damit die sich dann auch schneller regenerieren. So, hier machen wir mal ganz kurz ein bisschen das langsamer. One-Shot-Kill. So, bevor die mir hier wieder an den Bogenschützen vorbeikommen. Wow. Einsammeln. Ja, sehr schön. Wow. Weg. Die sind mir zu krass. Haha, lol, man kann die Kronleuchter runterschießen. Das ist ja witzig. So, ich mal gucken mit den Barrikaden. Ah, flieg mir nicht vorbei. Flieg mir nicht vorbei hier, dann werde ich sauer. Okay, wir können jetzt das machen. So, dann heilen die auch hoch, was ja schon mal sehr gut ist. Wir setzen noch mal ein paar Bogenschützen dazu. Mein Bogen ist euer. Nennt mir ein Sieg. So, naja, schade, das reicht nicht ganz. Ja, aber die Runden sind natürlich ein bisschen langsamer. Also die Gegner kommen langsamer, was auch in Ordnung ist. Oh ja, da kommen die ganzen Fliegen. Da habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Komm weg hier. Aber wenn man so richtig die Bogenschützen haben, eine gute Reichweite, obwohl, ja, gut, die könnten, naja, Bogenschützen, ich weiß jetzt nicht, wie weit die in welchen Leben schießen können, aber wahrscheinlich schon weiter als das, was ich jetzt hier sehe. Wow. Aber das Eisamulett ist wirklich sehr praktisch, wie man hier sieht. Also für die Barrikaden, das wäre eine coole Idee. Sie so in, ja, WC3-Manier laufen lassen. Aber dafür sind sie doch zu teuer. Nein. Ah, da war ich zu mutig. Komm, schnell durch. Schnell heilen. Ich dachte mal, der man riskiert das Ganze mal. Aber nee. Lieber nicht. Boah. Ach, stellen wir uns einfach mal oben drauf. Geht auch, passt schon. Wie gefällt euch das?
mir ein Ziel. Bereit zu dienen. Nennt mir ein Ziel. Ich diene dem Orden. Zu dienen. Ich diene dem Orden. So, mal gucken, ob das jetzt so langsam auch denn das Maximum ist. Also ich denke mal, boah, so 5 Stück können wir vielleicht noch platzieren. Müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Weil wir sind erst in Runde 5 von 9. Ja. So, den Ogre, den müssen wir uns echt schnappen. Wo geht der denn lang? Oh. Nein! Ah. So ein Mist aber auch. Und ich musste hier unbedingt durchgehen. Warum musste ich das? Er wäre sonst hier runtergekommen. Ah, das ärgert mich ja jetzt. Das ärgert mich ja jetzt. Gut, egal. Was soll's. Das Level machen wir auf jeden Fall weiter. Ich habe mir sonst halt auch überlegt, wenn ich so extrem fehle, kann ich ja zwischendurch auch mal so ein Level dann nochmal offscreen quasi zu Ende spielen. Ja, es geht mir ja im Großen und Ganzen hauptsächlich auch mit darum, dass ihr die Level dann mal seht, wie sie funktionieren. Aber wenn dann solche Fehler passieren wie von mir hier gerade, ist natürlich schon sehr ärgerlich. Aber mal gucken. Mal schauen. So. Also noch ein paar Bogenschützen. So. Ja, das war wirklich. Das war mehr als flüssig. Das war wirklich überflüssig. So, komm mal her, mein Freund. Oh ja, ganz so schnell. Da spare ich mir so ein bisschen mal, dann gleich auch, falls wir hier mal wieder durchbrechen wollen. So, einfach hier schießen. Also da funktioniert jetzt einfach mal auf loszuballern hier. Ah, komm schon. Irgendwas trifft mal sowieso. Ja. Na komm. Ja. Meine Güte, die Brunnen ziehen sich aber auch echt sehr in die Länge. Ich denke mal, ich werde das wirklich hier so an der Stelle wirklich so machen, wie ich das eben als Idee hatte, dass ich das dann, wenn ich Lust habe, nochmal offscreen, wow, nochmal wiederhole und nochmal spiele und dann versuche, alle Schädel zu holen. Das wäre schon ziemlich cool. So, was haben wir denn hier? Da. So, also, ich glaube, das war's, ne? Haben wir das Maximum? Jo, wir haben das Maximum erreicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Elfen sind es ja nicht. Paladin-Angriffe lebende Gegner. Das wäre dann für den Notfall. Alle physikalischen Freunde haben mehr Wumms und wirken auch auf die Ogre. Die Frage ist, ich bin wirklich überlegen, ob ich das noch brauche oder ob ich das einmal zurücksetze. Das werden wir sogar, glaube ich, mal machen. Ja, geht. Ist mir doch egal. Und? Kann ich jetzt die andere auswählen? Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht jetzt nochmal die andere auswählen, dass ich das komplett zurücksetze und eine andere Karte wähle. Hier so an der Stelle. Gut. Okay. Ja, dann können wir hier da nichts mehr machen. Ihr wisst am besten, was ihr wollt. Das heißt, wir werden jetzt einfach hier nochmal so davon versetzen. Und gleich dann noch ein paar Barrikaden machen. So, machen wir mal. Let's go. Sparen wir uns noch mal ein bisschen was für die Barrikaden. Und dann zeige ich euch das, was ich noch machen wollte. Welches Prinzip. Na komm. Geht doch. Sonst stürze ich mich mal hier in den Kampf und versuche die zu legen hier. Vielleicht geht es dann ja ein bisschen schneller.
So, komm schon. Baller, baller, baller. Ah, aus der Entfernung geht es vielleicht ein bisschen besser, denn noch zu treffen. Aber einfach drauf losballer. Könnte jetzt natürlich auch sagen, ich verkaufe die Bogenschütze hinten und ziehe die ein bisschen nach vorne. Das wäre vielleicht auch noch eine sinnvolle Strategie. Also nochmal einfach umbauen das Ganze. Vielleicht geht das dann auch schneller, wenn ich die getötet habe. Ja, das will ich auch nochmal schnell machen. Das will ich. Weil ich denke, wenn sollte wirklich ein Ogre hier oben lang kommen. Also wir haben es ja gesehen, der Ogre geht ja hier auch über die Brücken. Sollte der Paladin das ja schon, ja, sag mal, schaffen. Ich setze nochmal schnell hier den Punkt. Ist das für den Paladin, dass er leben kann. Und setze dann nochmal die Bogenschütze weiter nach vorne. So, dann haben sie etwas mehr Reichweite auf jeden Fall schon mal. So. Aber ich würde sie halt auch gerne. Wow, 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 da hinten lassen. Wow. Wow, wow, wow. Ja, nicht jetzt nochmal drauf gehen. Das muss nicht sein. Das war schon ärgerlich genug. Weil, wie gesagt, das Level. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Level sonst gut schaffen würde. Dass ich mich da dann nochmal opfern musste. So. Ja, 9 von 9. Wir sind jetzt auf dem Endspurt hier. So, da könnte ich euch das ja doch mal zeigen, wie ich das mit den Barrikaden meinte. So, wenn sie jetzt hier durchkommen, dann machen wir hier dicht. Da dicht. Ach, da. So. Jetzt würde ich hier die nächste Barrikade setzen. Also, dass sie quasi hier so einen langen Weg haben, einmal rum und dann hier nochmal dahin müssen und dann nochmal da. Ja, so ist so ein bisschen das Prinzip, was man auch gut bei WC3 in Tower Defense nehmen kann. Also zumindest bei manchen Arten von Tower Defense, so die klassischen Mall zum Beispiel, wer sie kennt, Pokémon und so. Ansonsten werden sie euch auf jeden Fall sicherlich noch auf dem Kanal zeigen, wenn sie noch nicht kennt. Da kommt schon Ogre. Wow, wow, wow. Kommen wir mal ganz schnell hier aufs Ende. Das war natürlich mies. Das ganze Feuer wurde auf den Ogre gelenkt, während die sonst durchgekommen wären. Ja, also wie gesagt, ich hätte die Mission sonst geschafft. Ich werde das dann nochmal aufs Spiel machen. Und um dann nochmal die Schädel zu holen. Aber ich finde das jetzt nicht allzu spannend. Und ich denke, ihr werdet auch nicht sauer sein, wenn ich das eben erledige, um meinen eigenen Fehler zu korrigieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.